Michael. Applaus für Michael Lösel. Sag mal, du schaust heute schon übel aus, oder? So seemannsmäßig, frisch von der Fregatte. Passt dir was nicht? Nein, es ist nur ein ungewohnter Anblick. Läuft hier rum mit einem Bukowski-T-Shirt. Holger Trautmann! Ja? Danke. Bukowski! Rief dir eine Rotznase. Hört mal, sagte ich. Ist euch Typen nicht klar, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt? $1 die Stunde. So wie ich das sehe, habe ich euch 12 Stunden meines Lebens geopfert und jetzt muss ich durch die halbe Stadt fahren mit dem Bus, um bis zu meinem Auto zurückzukommen. Sie können froh sein, dass Sie ein Auto haben. Und du kannst froh sein, wenn ich dir deine Bierdose nicht in den Arsch ramme. Ich bin 34 Jahre alt und habe seit meinem 18. Lebensjahr noch keine 6 oder 7 Monate gearbeitet. Sieh dir meine Hände an. Ich habe die Hände eines Pianisten. Ich bin ein Genie. Und das ist außer mir keiner weiß. Putzt euch die Zähne mit Benzin. Schlaft den ganzen Tag, klettert nachts auf Bäume. Werdet Mönche und trinkt Schrot und Bier, haltet den Kopf unter Wasser und spielt dabei Geige, kandidiert fürs Bürgermeisteramt, haust in einer Tonne, haut euch ein Hackebeil über den Schädel, pflanzt Tulpen im Regen, aber bitte schreibt keine Gedichte! Na? Hast du auch einen ganz schönen Kater, Kleiner, sagte ich eines Morgens zu ihm. Es geht halt nicht anders, sagte er. Man muss vergessen. Hast recht. Ein Kater ist immer noch besser als Klapsmühle. Naja, und an dem Abend, da sind wir dann gleich nach der Arbeit in die nächste Kneipe gegangen. Kneipen hatte ich zu der Zeit eigentlich ziemlich über. All diese Idioten. Männer, die darauf warten, dass irgendeine Frau durch die Tür hereinkommt, um sie ins Wunderland zu entführen. Meine Güte. Von einem Barhocker. Okay. Ich sitze. Legen wir los. Vorsicht. Nachts sitzt sie gern auf einem Hocker an der Bar, lässt alte Knacker an sich ran und gibt sich locker, der kurz berockte geile Hacker. Spendierst du einen Drink, sagt sie gelangweilt, ist okay, und kippt den kurzen Flink hinunter. Harry, wie kommt es eigentlich, dass sich keiner der Jungs hier an Sarah ranmacht? Das ist eine Hexe, das ist eine ganz fürchterliche Hexe. Oh. Also eine richtige Hexe, lass bloß die Finger weg. Es gibt keine Hexen, Harry, bitte. Alles, was sie braucht, ist ein bisschen Verständnis. Alles, was sie braucht, ist ein Opfer. Wie meinst du das, bitte? Sarah setzte mich nun auf Diät. Sie begann, meine Kalorien zu zählen, strich mir das Gebratene, das Brot, die Chips, die Salate. Aber mein Bier, das trank ich noch immer. Oh, muss dir zeigen, wer der Herr im Haus war, bitte. Und beim regelmäßigen Wiegen merkte ich nun etwas Sonderbares. Denn obwohl ich nicht mehr dünner wurde, schien ich dennoch weiter Gewicht zu verlieren. Und dann merkte ich, dass mir die Hosenaufschläge ein bisschen zu weit über die Schuhe ging, nur ein Ideechen und die Hemdsärmel ein wenig zu weit über die Handgelenke. Sarah bekam mich runter auf 15 Zentimeter. Wenn sie mit mir einkaufen ging, da steckte sie mich in ihre Handtasche und ich sah dann durch die Luftlöcher hinaus, die sie hineingestoßen hatte. Aber immerhin, ich meine, eines muss ich davon lassen. Sie bewilligte mir immer noch jeden Abend mein Bier. Ich danke sie
aus einem Finger. Und ich lag da, lauschte auf ihren Herzschlag und kam zur Überzeugung, dass Harry recht gehabt hatte. Ja, sie war eine Hexe. Und wie ich mich umsah, entdeckte ich etwas äußerst Bemerkenswertes oben am Kopfbrett des Bettes in einer Ritze. Da steckte eine Hutnadel, ungefähr so lang wie ich, mit einem purpurnen Glasknopf am Ende. Ich richtete die Hutnadel auf und stieß sie mit aller Kraft hinein. Sarah wälzte sich in Krämpfen herum. Ich wurde hin und her gewirbelt, aber ich hielt mich so gut ich konnte an der Hutnadel fest. Und es gelang mir, ihr die restlichen 7,5 Zentimeter hineinzustoßen, bis die Glasperle genau auf dem Muttermal lag. Und noch einmal lauschte ich auf ihren Herzschlag. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1.